Karottenelixier. What the fuck? Habt ihr schon mal Karottensaft getrunken? Weißt du, wie ekelhaft der Müll ist? Igitt. Gibt's noch Muni? Ja, Muni. Hier gibt's nix. Weird. So, ja, gucken, ob ich mal noch mal hier eine Dose rausholen kann. Karotten gehen ja noch, aber ja, das ist echt übel. Also wenn du wirklich jemanden hassen willst, zwingst du ihm einfach einen Liter Tomatensaft zu trinken, ey. Bleh. Ich mag Tomaten und auch das Zeug, aber der Tomatensaft. Das Wasser in den Tomaten ist auch echt lecker, aber das ist halt kein Saft. Das vergessen halt die meisten Leute. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Wir müssen halt aufpassen. Das glaube ich nicht. Sie ist hier. Wir nennen uns Verräter, 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 Verräter. Wir konnten unmöglich in dieser Stadt bleiben. Warum hat man uns als Verräter gebrandmarkt? Sie ist hinter uns her. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Ich habe doch nichts gemacht. Schnittwunde verletzt. Wir haben uns doch nur aus der Gefangenschaft der Wiege befreit. Wir sind keine Verräter. Jemand muss davon erfahren. Mother Spear ist weise und sie wird uns in der Stunde des nahenden Unheils Erlösung zuteil werden lassen. Deshalb möge Mother Spear geschehen wie im Himmel so auf Erden. Wir werden in die Kolonie zurückkehren. Die Ankunft des Engels markiert den Beginn der Erlösung. Wir werden in die Kolonie zurückkehren. Wir werden für unsere verlorenen Erinnerungen entschädigt. Wir werden neue Erinnerungen eingegeben. Der Wille von Mother Bear darf nicht angezweifelt werden.
Wir werden unseren kleinen Schrein leben. Wir werden in unserem kleinen Schrein leben, unseren Glauben in unserem Herzen tragen. Wir verachten die grausamen Regeln der Stadt. Alles, was ich tun kann, ist zu unserer Mother zu beten, auf dass dieser Frieden bis in alle Ewigkeit anhalten sie würde. Sie sind nicht einfach ertrunken. All diese Leute wurden abgeschlachtet. Dieser Schnitt sieht für mich aus wie von einem Polymer-Plasmaschneider. Das war jemand mit Erfahrung. Es ist zu perfekt. Ist das Werk eines Engels? Nein, solche Waffen benutzen wir nicht. Das sieht aus wie das Werk eines Elite-Soldaten der Erde. Ich verstehe das nicht. So eine Klinge ist für Feinde gedacht, nicht für Verbündete. Eins scheint klar zu sein. Alter Schwede. Der Plaza wurde gezielt überflutet. Und zwar, um ein Verbrechen zu vertuschen. Keine Ahnung. Wir wissen einfach nicht genug. Und was jetzt? Naja, wir könnten zumindest ihre Memory Sticks bergen. Wenn sie nicht komplett zerstört sind. Alter Schwede, das ist echt übel. Krass. Ich bin froh. Liefere das Buch bei Francis ab. Wüste. Große Wüste. Große Wüste. Große Wüste. Hypertube. Große Wüste. Matrix 11. Große Wüste. Aufzeichnung. Begib dich zur Halle der Aufzeichnung in Eidos 7. Bin hier noch nicht fertig auf Eidos 7. Muss in diese Richtung, da hinten hin. Alter Schwede. Das ist schon krass. Flash mich gerade so ein bisschen, um ehrlich zu sein. Was ist denn jetzt dieser Kran hier? In diese Richtung muss ich. Irgendwie. Da ist noch was zu finden. Holy shit. Das war knapp. Ach, das ist ein Weg. Na super.
war schon. So. Na, das Polymermaterial war jetzt nicht unbedingt perfekt. Muss ich nur gucken, wie ich dahin komme, wo ich hin muss. Wahrscheinlich muss ich nach oben. Oh, die sind schon wieder da. Das ist aber noch ein Mensch. Interessant. Ah, so ein besonderer Mensch. Oh, coole Sache. Das gefällt mir. Kurz vor 5 Zeit ins Bett zu gehen. Ich kann nicht ins Bett gehen. Ich mache hier weiter. Ich habe so Bock gerade. Aber ja, gute Nacht. Haben gefressen. Die haben gut gefressen. Kam ich da vorher nicht hin? Ich meine, hier war ich schon gewesen. Einiges zu entdecken da oben. Deadass, deadass, let me spank deadass. Ach, ich kann mir diese Kommentare einfach nicht ab. Kann ich mir einfach nicht abgewöhnen.
Money, money in the bank. Lager? Ja, komm. Machen wir mal. Aber warum füllt sich mein Trank nicht auf? Das verstehe ich nicht. Bitte geh auf, verdammt, das doch kann doch nicht sein. Natürlich der Uhrenturm, die Zeit auf dem Uhrenturm. Warte, was? Hatte ich doch schon. Hatte ich doch schon. Doppelsprung ist immer sehr kritisch. Da versucht man nämlich einfach. Warum bin ich da? Warum komme ich da nicht hin? Wie, das geht nicht auf. Warum ich denn da? Das hinterfrage ich jetzt mal nicht. Naja, man kann es ja auch blöd machen. Einfach und auf einmal wäre ja zu einfach. Yay, ich kann hier aufmachen. Das bringt mir jetzt was. Richtig, gar nichts. Wo waren jetzt noch mal ein paar Gegner? Keine Ahnung. Warte mal.
So, große Wüste, Eidos 7. Große Wüste? Geht um Stadtbericht. Besiege Totenschädel in Matrix 11. Matrix 11. Untersuche die Abwurfkapsel Eidos 7. Die Halle der Aufzeichnungen. Hätte nicht gedacht, dass ich nochmal hierher komme. Ich muss... Ich seh's mir an. Was haben wir denn hier? Organische Zivilisation. Organischer Mensch. Sie greifen auf verbotene Aufzeichnungen zu. Der Inhalt der Aufzeichnung ist gemäß der Doktrin... Ja, ja. Was? Was ist das? Mother Spheres Doktrine? Genau wie ich dachte. Die Mother Sphere hat viele Geheimnisse. Gehen wir. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Nein, ich habe hier noch was zu tun. In dieser Richtung. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Ich habe nämlich keine Lust, den ganzen Weg zurückzugehen. Sag mal, bin ich doof? Boah, Alpha-Wand. Aber das ist doch scheiße, wenn ich da jetzt nicht reinkomme. Mann. Sag bloß, muss ich die ganze Scheiße zurücklaufen. Es wäre schön, wenn man mehrere Quests. Es wäre schön, wenn man mehrere Quests markieren könnte, dass man so einen Müll nicht mehr machen muss. Aber wie kann das sein, wenn da so viele Gegner sind? Komme ich da nicht durch? Soll nicht mehr normal. Drohne, geil. Scanner Upgrade. Abklingzeit. Mmh.
Na komm, extra Ladung, nehmen wir mal mit. Ich will mal gucken, ob ich irgendwo ein Schnellreisesystem nutzen kann. Mich mal schauen, wo ich dieses andere Ding herkrieg. Hat mich nur noch weitergebracht. Mal gespannt. Okay. Nee. Da muss ich mir irgendwie einen anderen Weg. Oh, da weht wie nun System hier ist echt Müll. Warum komme ich da nicht hin? So, düt. Ich mache aber auch gleich Feierabend. So, verlassener Bahnhof war es nicht. Ich guck mal in der Bauzone. Ich glaube zwar nicht, aber... Warte mal. Weißt du, rostige Überreste. Ich will mal was gucken. Das hätte ich mir ja denken können. Ohrringe? Hören die etwa Lilly? Alles Nützliche wurde bereits entfernt. Ja, schickt. Aber warum will jemand Lillys Ohrringe haben? Naja, warum nicht? Sind doch hübsch. Retro. Aber so kann ich her... Jetzt können wir die Abrufkapsel an. Natürlich können uns andere Leute nicht hören, aber jetzt können wir das in diesem. Jetzt erst kommt, hat er Anspruch auf den Hoch. Ja.
So, dann will ich mal weiter. Zion ist langweilig. Manchmal fühle ich mich, als würde ich hier durchdrehen. Ach, sei doch froh, dass du hier einigermaßen sicher bist. Das ist aber niemandem was recht machen, ne? Ich glaube, ich weiß, wer das war. Dieser eine komische Typ da. Muss ich nur gucken, wer dieser mysteriöse Auftraggeber war. Ah, Engel! Hast du Aufzeichnungen über organische Menschen gefunden? Alles war unter Verschluss. Also konnte ich nicht sehen, was drin war. Tut mir leid. So ist das also, hm? Das ist großartig! Also ist da wirklich etwas? Glaub mir, ich finde die Wahrheit heraus. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, die Geschichte kann nicht im Verborgenen bleiben. Alter, es gab fast 2 Skillpunkte. Au. Das Mädchen von vorhin. Hey Engel, ich soll dir wieder ein Geschenk von dem gleichen Mann geben. Oh, und ich soll dir vielen Dank ausrichten. Warte, kannst du mir sagen, wie er aussah? Wo ist er hin? Hm? Weiß nicht. Er war groß. Er hatte eine Maske auf sein Gesicht, konnte ich nicht sehen. Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Kann ich jetzt gehen? Okay. Wer war das? Wer hat uns zu diesen Leichen geführt? Will jemand, dass wir die Leichen zurückbringen? Mehr als Vermutungen aufstellen können wir momentan nicht. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Ich verspreche es. Ja, das müssen wir. Okay, alter Schwede, es gab richtig EP. So, was haben wir denn jetzt hier? So, dann wollen wir mal zu Francis. So nah und doch so fern. Oh, komm schon, wirklich. Ich hasse solche, so einen Städteaufbau, der ist einfach widerlich. Ah, hier. Oh, du bist zurück. Und unversehrt, wie es scheint. Mother Sphere sei Dank. Der hatte damit nicht viel Konntest zu tun. Konntest du das Buch meines Bruders finden? Ja. Ja, hier ist es. Oh, vielen Dank.
Ich kann es endlich wieder in den Händen halten. Mal sehen. Was ist das denn? So habe ich es gefunden. Aber mein Bruder war so ein frommer Mann, dass er so etwas tun würde. Unvorstellbar. Aber er hätte so etwas niemals getan. Das glaubst du natürlich nicht. Was ist da passiert? Ich muss das untersuchen. Und bitte hör zu. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du niemandem etwas erzählen würdest. Natürlich. Wem sollte ich es denn auch erzählen? Mother Sphere. Mutter. Warum stellst du meinen Glauben immer wieder auf die Probe? Verdammt. So. Nicht schlecht. So, was haben wir hier? Begib dich denn dort der großen Wüste, große Wüste, große Wüste. Norden der großen Wüste. Große Wüste. Matrix 11. Verschüttete Ruinen in der großen Wüste. Große Wüste. Besiege. Find das Heilmittel in der Matrix 11. Große Wüste, große Wüste. Ja, also ich würde sagen, Matrix 11 fahre ich nochmal hin. Um die restlichen Aufgaben zu machen. Warte mal, ich will nochmal mit der Tussi vom schwarzen Brett reden. Vielleicht hat die noch ein paar interessante Outfits für mich. Jetzt, wo du dich bewiesen hast, müssen die Sentinels dich respektieren. Na dann. Roxanne, hast du kurz Zeit? Natürlich. Wieso flattert so ein süßer Engel heute hier bei mir herein? Ich wünschte, du würdest... Ich will einkaufen. War mir ein Volk ihr Sehnung. Okay. Oh, war das alles? Schön dich zu... Hallo, ich ziehe dich eher. Ja, ist alles ausverkauft. Oh, Liebes, das klingt irgendwie... Na gut. Dann will ich mal gucken, ob ich mir das neue Outfit basteln kann oder ab nach Matrix 11. Wird aber Zeit für eine Pause. Weil so langsam leicht Kopfschmerzen krieg. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst. Puh, so viel Staub in die... Nice! Ja, könnte interessant werden. So, jetzt aber erstmal ausruhen. Ich meine, ich habe 3 Tränke verballert. So. Smart Mean, plus 1, nice. Wollen wir machen.
So, ich gucke erstmal, ob ich von allem genug habe. Sieht aber gut aus. So, jetzt noch ein paar Skillpunkte raushauen, ne? Jo, Tachi gemeistert, Überleben, Angriff, Beta. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Beta. Ja. Sieht doch gut aus. Ah, schickt für heute, Leute. Gute Nacht.